Auf einem Windows-PC funktioniert die Suche im Dateisystem, also mit dem Windows Explorer, aber auch in Outlook oder in OneNote, aufgrund eines Indexes sehr gut. Normalerweise müsst ihr daran auch gar nichts ändern. Aber es gibt hin und wieder Situationen, wo das ganz sinnvoll ist und es ist auch gut, eine Ahnung vom Index zu haben, weil euch dann das Suchen leichter fällt. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zum ersten Tipp rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute mal wieder mit einem Zuschauerwunschvideo zum Thema Index unter Windows 10. Zunächst mal, was ist denn eigentlich so ein Index? Genau genommen ist ein Index eigentlich nichts anderes als eine Liste mit Informationen und zugehörigen Fundorten zum schnelleren Finden. Sowas gibt es als Schlagwortregister in einem Buch zum Beispiel, wo ihr dann hinten unter einem Schlagwort zum Beispiel Windows nachschauen könnt und dann stehen da die ganzen Seiten, auf denen dieser Begriff vorkommt. Oder in der Bibliothek ein Register, in dem man nachschauen kann zum Thema Ablage, wo Bücher zum Thema Ablage sind. Also es das heißt, es ist gar nichts Neues, was es nur am PC gibt, aber das Besondere am PC ist jetzt, dass wir hier eine automatisiert erstellte Datenbank als Index haben. Das heißt, man muss die nicht händisch dort aufnehmen, die Wörter, die irgendwo vorkommen. Und deshalb gibt es am PC eben sogenannte Volltextindizes. Also das heißt, einen Index, in dem alle Wörter drinstehen, die zum Beispiel in einer Datei oder auch in vielen Dateien vorkommen. Was wollen wir uns jetzt dazu anschauen? Wir wollen uns zum einen anschauen, wo ist denn der Ort, an dem ihr die ganzen Einstellungen für den Index machen könnt? Dann schauen wir uns an, wo wird der Index abgelegt und vor allem auch, wie funktioniert jetzt die Aufnahme von Dateien in diesen Index, und zwar einzelne Dateien, aber auch viele. Und wie ist das, wenn ihr Software installiert, wie wird das dann automatisch angepasst, was passiert da und wie wird der Index neu erstellt, wenn ihr den zum Beispiel mal an einer anderen Stelle haben wollt? Denn der braucht Platz. Man geht so von 10% der indizierten Dateien aus. Also wenn ihr zum Beispiel 100 Gigabyte indizierte Dateien habt, dann müsst ihr mit 10 Gigabyte Speicherplatz dafür rechnen. Und es kann natürlich sein, dass das auf der lokalen Platte C nicht so ideal ist wie vielleicht auf einer zweiten Platte, die ihr dafür habt, die noch mehr Speicherplatz beinhaltet. Und dann wird es immer mal wieder Tipps und Tricks auch so zum Anlegen von Index mit einem Netzwerk, Laufwerk und Ähnlichem geben. Dann schauen wir uns mal an einem frisch installierten Windows-PC an, wie das dort aussieht. Und zwar die Indizierungsoptionen, die findet ihr, indem ihr hier unten in das Suchfeld Indizierung eingebt, Indizierungsoptionen nach IND habt ihr den Treffer schon und den aufruft. Das wären also jetzt hier die Indizierungsoptionen. Ich mache mal gleich noch den Windows Explorer dazu auf, damit wir hier dann auch gleich Dinge sehen können. Ihr seht jetzt, es sind schon 581 Elemente indiziert. Die Indizierung ist im Moment abgeschlossen und ihr seht hier, welche Orte einbezogen werden, welche ausgeschlossen werden. Wenn man sich jetzt mal anschaut, welche werden einbezogen, hier Benutzer. Benutzer, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wenn ihr mal auf Ändern klickt, dann könnt ihr besser sehen, wo dieses Benutzer ist. Es ist nämlich auf der Platte C Benutzer und dort dann praktisch der Benutzername, den ihr habt. Also wenn wir uns das mal hier anschauen, C Benutzer und hier meine Kennung, dann seht ihr, das ist das sogenannte Profil von Windows. Und wenn dort etwas abgelegt wird, dann wird es automatisch in den Index aufgenommen. Also wenn ihr zum Beispiel mit OneDrive for Business arbeitet und da OneDrive-Dateien mit dem lokalen Rechner synchronisiert oder auch SharePoint-Dateien mit dem lokalen Rechner synchronisiert, dann werden die zur Suche an dem Rechner auch gleich in den Index aufgenommen. Das hat jetzt nichts mit dem Index dann in SharePoint oder in OneDrive in der Microsoft Cloud zu tun, sondern nur, was ihr in OneDrive for Business hier lokal auf eurem Rechner nutzt. So. Wenn wir auf Erweitert klicken, das ist jetzt eine Administrationsfunktion. Ich habe Adminrechte, deshalb geht es direkt auf. Wenn ihr die nicht habt, müsst ihr erst ein Admin-Kennwort und eine Administrationskennung eingeben. Und hier seht ihr, wo die Dateien indiziert werden, nämlich unter C Program Data Microsoft. Und wenn wir da jetzt mal hingehen, C, und dann wollen wir hier Program Data aufrufen, dann finden wir das nicht. Das liegt daran,
dass es ein versteckter Ordner ist. Man könnte jetzt die versteckten Ordner einblenden. Ich mache das anders. Ich kopiere mir mal hier den Pfad für den aktuellen Ort mit Steuerung C und dann klicke ich im Windows Explorer hier ins Adressfeld und zwar einfach hier in den weißen Bereich. Dann wird alles, was da drin steht, markiert und wenn ich Steuerung V drücke, dann wird hier das, was ich gerade kopiert habe, eingefügt und mit der Enter-Taste lande ich jetzt an diesem Ort und hier gibt es jetzt Search. Das ist praktisch der Bereich, wo der Index aufbewahrt wird. Und wenn ihr da mal reinschauen wollt und dann auf Data geht, dann muss man sich hier Berechtigungen verschaffen. Es geht eben wieder nur als Admin, aber dass ihr das einfach mal gesehen habt. Hier gibt es unter Applications, Windows, gibt es hier die Datenbank. Das ist diese Windows EDB, die ist hier noch sehr klein, weil hier eben im Moment noch sehr wenig Daten drauf sind. Da würde ich auch nicht groß was ändern, aber einfach, dass ihr das mal gesehen habt. So, dann geben wir mal eine Datei hier ein und zwar machen wir Folgendes. Wir legen mal einen neuen Ordner an. Ich nenne den mal Ablage und in den füge ich jetzt eine Datei ein. So. Und hier 581 Elemente, da ändert sich jetzt nichts. Warum nicht? Weil der Ordner Ablage ja nicht zu den einbezogenen Orten gehört. Das heißt, wenn wir die Datei jetzt hier unter Dokumente reinkopieren, einfügen, dann dauert es ganz kurz und dann seht ihr, dass hier aus dem 581 ein 582 wird. Und wenn ich jetzt aber einen anderen Ort habe, an dem ich auch Dateien ablege, dann müsste ich auf Ändern gehen und müsste jetzt hier sagen, ich möchte diesen Ablageordner auch noch mit dabei haben. Okay, dann wird der auch aufgenommen und dann werden die Elemente, die dort drin sind, hier auch indiziert. Die Anzahl, die da jetzt hochgeht, das wäre jetzt der Ordner und die Datei, aber ich habe die Erfahrung gemacht, so ganz eindeutig ist das immer nicht, aber man sieht zumindest das, was passiert. So, dann fügen wir mal in den Ablageordner viele Dateien ein. Die werden jetzt von einem anderen Rechner übertragen, die Datei ist nochmal dabei, das heißt, die überschreiben wir noch. Und dann sind die jetzt hier alle mit drin und ihr seht, es geht hier auch munter weiter. Und während die jetzt nicht alle indiziert sind, ne, also wenn ihr euch vorstellt, ihr kopiert hier sehr viele Dateien rein, währenddessen kann man dann eben noch nicht mit der Suche entsprechend suchen in den Inhalten der Dateien. Übrigens, wenn euch das konkrete Suchen mit dem Windows Explorer mehr interessiert, da habe ich euch ein Video in der Infokarte verlinkt. Jetzt schauen wir uns mal diese Suche noch etwas genauer an. Und zwar gibt es hier ein paar Einstellungen, die sehr hilfreich sein können und die so fürs Verständnis auch wichtig sind. Das eine ist hier im Register Dateitypen. Hier sind die ganzen Dateitypen angegeben, die Windows schon kennt. Wenn neue Software installiert wird, werden auch neue Dateitypen aufgenommen. Und ihr seht, für jeden dieser Dateitypen ist hier eingestellt, ob nur Eigenschaften indiziert werden. Also das wäre das, was ihr erhaltet, wenn ihr einen Rechtsklick macht, Eigenschaften und das, was dann hier in den Details als Eigenschaften drinsteht. Oder ob eben auch die Dateiinhalte indiziert werden sollen. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal für Word anschaut, dann seht ihr hier DocX, das aktuelle Word-Format, da werden Eigenschaften und Dateiinhalte indiziert. Und wenn hier was fehlt, was ihr unbedingt braucht in der indizierten Suche, dann könntet ihr das auch noch hier mit aufnehmen. Das zweite ist, es gibt Einstellungen, die dazu führen, dass sofort der Index neu erstellt wird, nämlich dann, wenn ihr verschlüsselte Dateien indizieren wollt, also wenn ihr zum Beispiel mit BitLocker-Verfahren auf der Festplatte verschlüsselte Dateien habt, dann werden die erstmal standardmäßig nicht indiziert. Und das zweite ist hier, dass Wörter, die diakritische Zeichen enthalten, standardmäßig nicht unterschieden werden. Also das heißt zum Beispiel Zeichen mit einem Akzent oder mit einem C, mit einem Strich unten dran. Also Zeichen an den Buchstaben, die einen Unterschied machen, die aber je nach Sprache sehr verschieden sein können, werden hier erstmal nicht berücksichtigt. Und wenn ihr eins davon einschaltet, dann wird sofort der Index neu erstellt. Also natürlich jetzt nicht, ihr klickt an und der wird erstellt, aber ihr bekommt die Meldung und wenn ihr jetzt auf OK klickt, dann wird der neu erstellt. Und wenn der schon sehr groß ist, weil schon sehr viele Daten indiziert werden,
dann kann das auch mal ein paar Stunden dauern. Also Neuerstellung eines Index solltet ihr immer abends anstoßen, sodass der dann möglichst morgens neu erstellt ist. Und das mit der Neuerstellung, das machen wir jetzt. Und zwar wählen wir einen neuen Ort aus über Neu auswählen. Und ich sage jetzt mal auf der Festplatte C, ich nenne das jetzt mal hier neuer Ordner, ich nenne den mal Index. Und wichtig ist, dass ihr hier dann den neu angelegten Ordner nochmal auswählt, mit OK bestätigt und auch sicher geht, dass hier wirklich dann C-Index drinsteht. Also das wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr ihn auf einem anderen Laufwerk anlegen wollt. Und dann klickt ihr auf Neu erstellen. Das geht bei mir jetzt hier ja auch schnell, sodass wir dem auch fast zuschauen können. Also ihr seht, im Moment sind noch die 626 Elemente indiziert und jetzt startet die Indizierung gleich neu. Und während die läuft, zeige ich euch gleich ein paar andere Sachen, wobei ihr seht, das geht doch jetzt relativ schnell hier im Hintergrund. Was passiert nun, wenn ihr zum Beispiel Office installiert und Outlook oder OneNote verwendet? Ihr seht das hier. Die werden dann hier auch mit aufgenommen und werden auch indiziert. Das ist jetzt mal ein Beispiel von einem Rechner von mir mit 414.000 Elementen, die indiziert sind. Also in dem Moment, wo ihr Outlook startet, ein Postfach einbindet, da E-Mails da sind, werden die direkt indiziert. Wenn ihr mit Microsoft 365 arbeitet, dann wird normalerweise nicht in diesem Index gesucht, sondern in dem in der Cloud. Aber wenn ihr offline seid, dann gibt es ja den Index in der Cloud nicht und dann ist der relevant, der auf eurem Rechner ist. Dann, ihr seht, die Indizierung ist jetzt fertig. Jetzt zu den Netzlaufwerken. Und zwar habe ich hier ein Netzlaufwerk, hier das Laufwerk Z. Wenn man da mal in die Eigenschaften schaut, dann seht ihr, hier gibt es ein Häkchen, zulassen, dass für Dateien auf diesem Laufwerk Inhalte zusätzlich zu Dateieigenschaften indiziert werden. Und das könnt ihr entsprechend anhaken. Normalerweise, wenn ihr ein Netzlaufwerk einbindet, ist es schon angehakt. Es gibt eine Besonderheit oder eigentlich sind es zwei. Das erste ist, wir haben hier das Laufwerk Z und wenn wir jetzt mal hier auf Ändern klicken, dann sehen wir, hier gibt es kein Laufwerk Z. Und das heißt, ihr seht das hier nicht, aber wenn dieses Häkchen eingeschaltet ist, Eigenschaften hier, dann ist dieses Laufwerk indiziert. Und man sieht es aber hier an den Elementen nicht. Also wenn ihr ein großes Laufwerk neu einklingt, das wird indiziert, das sieht man hier nicht. Und das zweite ist, und da habe ich mal von einem anderen Netzlauf einen Screenshot gemacht, das ist jetzt ein Netzlaufwerk, ein NAS, und das da drauf läuft Linux. Und da seht ihr, gibt es hier dieses Häkchen gar nicht. Also das heißt, je nach Situation kann es auch sein, dass ihr ein Netzlaufwerk mal nicht einbinden könnt. Es gibt hier noch zwei Links, nämlich einmal die Problembehandlung für die Suche und die Indizierung. Die finde ich ganz praktisch, weil man da auswählen kann und dann durch so einen Assistenten geführt wird. Und das zweite ist hier, wie wird die Suche durch die Indizierung beeinflusst? Das ist eine Hilfe von Microsoft. Da stehen jetzt einige Sachen drin, die ich euch auch schon gesagt habe. Aber was noch ganz interessant ist, ist eben hier einmal das mit der Größe 10% vom Gesamtplatz der indizierten Dateien nochmal zusätzlich und vor allem auch das Thema Sprachen indizieren. Und da ist es tatsächlich gut, wenn man die Sprachpakete installiert hat für die Sprachen, die indiziert werden sollen. Ihr gebt dazu hier unten in das Feld Spracheinstellungen ein und in den Spracheinstellungen findet ihr hier die bevorzugten Sprachen. Und da könnt ihr weitere Sprachen hinzufügen. Das ist vor allem auch dann wichtig, wenn ihr mit diakritischen Zeichen arbeiten wollt. So, das ist mal wieder ein langes Video geworden. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantworten können, die ihr habt. Wenn nicht, schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare oder auch wenn ihr noch irgendetwas anderes rund um den Index oder die Suche wissen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt in nächster Zeit erstmal nur ein Video pro Woche machen mit dem Schwerpunkt Suche. Die nächsten Videos werden zu Outlook und Suche sein, beziehungsweise OneNote und Suche. Und dann aber auch, das war ein Wunsch, zur Suche mit Bing in den Arbeitsdaten von Microsoft 365. Also wie kann ich mit Bing nicht nur im Internet suchen, sondern auch in meinen eigenen Arbeitsdaten. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.